Schützenverein. Ja, was ist Schützenverein? Schützenverein ist eigentlich nur ein Gefühl, was viele, viele Facetten beinhaltet. Ich bin im Verein eingetreten, da konnte ich noch nicht laufen, da stand ich im Kinderwagen beim Vogelschießen. Bin mit 12 Jahren in die Sportschützenabteilung eingetreten und seitdem gehe ich dem Skisport nach, erst als Schütze. Hinterher in der Funktion, dass ich jetzt hier als Sportleiter tätig bin. Jeder Einwohner einer Stadt weiß eigentlich, dass es einen Schützenverein gibt, aber viele wissen nicht, was dieser Schützenverein genau macht. Es gibt Schützenfeste, es gibt Sportschießen, aber es sind so viele Sachen nebenher. Man sagte früher mal so, Schützenverein wäre eine Männerdomäne. Das trifft eigentlich gar nicht mehr zu. Wir haben natürlich den sportlichen Bereich, der hier ein Zuhause findet, genauso gut wie der sogenannte traditionelle Bereich, der genauso gut zum Vereinsleben dazugehört. Es gibt also viele Bereiche unter dem Dachverband, wo wir Flinte, Pistole, Bogen, Armbrust und Gewehr schießen können. Aber hier bei uns im Verein haben wir uns darauf konzentriert, Luftgewehr und Luftpistole zu schießen, und im Außenbereich haben wir auch noch die Möglichkeit, Bogen zu schießen. Ja, die Waffe ist für mich ein ganz normales Sportgerät, und in der Zeit, wo ich meinen Sport ausführe, benutze ich die natürlich, weil ohne Waffe geht das nun mal nicht, aber danach kommt die Waffe dahin, wo sie hingehört, in den Gewehrkoffer, der wird ordnungsgemäß abgeschlossen, kommt im Schrank, und wenn ich dann mal meinen Sport wieder ausführen will, werde ich die Waffe dann wieder auspacken. Skisport bedeutet für uns, den Ablauf beim Schießen so durchzuführen, dass hinterher das Maximale an Ergebnis herauskommt. Es ist immer wieder interessant zu sehen, wenn wir mal wieder ein paar Gäste auf unseren Schießstand bekommen. Wir haben den Leuten die Möglichkeit gegeben, hier im Verein mal das Sportschießen kennenzulernen. Und da geht es gar nicht darum, die Ringzahl zu erreichen, einfach nur mal so ein Sportgerät in Hand zu haben. Und da sind dann viele wirklich auf die Idee gekommen, okay, ich komme noch mal wieder. In keiner anderen Sportart ist es eigentlich möglich, dass man in einer Mannschaft unterschiedliche Altersstrukturen und gleichzeitig auch nichtbehinderte und behinderte Menschen an einen Start gehen lassen kann. Zum Beispiel im Jahre 1996 kam durch einen Verwandten, die Christiane Latzke, bei uns im Verein. Das ist eine Rollschuhfahrerin. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, ganz am Anfang, hör mal zu, Christiane, wie sieht's aus? Hättest du mal Lust, auch mal zu schießen? Da kam sofort die Antwort, ja, kann ich das denn überhaupt? Da habe ich gesagt, das werden wir dann mal möglich machen, dass du das auch kannst. 4 Jahre später hat sie teilgenommen an den Paralympics in Sydney und hat da die Silbermedaille für die Bundesrepublik Deutschland gewonnen. Sie ist natürlich von den Trainern auch auf Verbandsebene trainiert worden, aber der Anfang ist hier bei uns im Verein gelegt worden. Ich bin jetzt seit 2001 Sportleiter, das heißt also seit 11 Jahren, und ich habe so viele Punkte erlebt, sei es, wo wir aufgestiegen sind in die Verbandsliga oder aufgestiegen sind in die Westfalenliga. Das sind natürlich ganz tolle Momente. Wenn man einfach sieht, die Sportler sind glücklich, dann ist man natürlich auch glücklich. Das ist eine sehr emotionale Sache, wenn man merkt, dass man etwas angestoßen hat, es wird angenommen und es wird auch umgesetzt.